Die 50 Hektar Reben von Costello di Bolgheri liegen eingebettet zwischen den Weinbergen von Sassicaia und Ornellaia. Heute gehört Costello di Bolgheri zu den wichtigsten Winzern in der DOC Bolgheri und Federico Zilleri zu einem Ambassador der Appellation. Costello di Bolgheri, Bolgheri Superiore. Also wenn man Immobilien besitzt, wie der Castello di Bolgheri, genau zwischen Sassicaia und Ornellaia, das ist wie die schönste Stern auf dem ganzen Hollywood Walk of Fame. Das ist wie bei Monopoly Park Place zu haben. Also das kann wirklich fast nicht in die Hose gehen. In die Nase ist es wie ein Spaziergang durch die Toskana und ein perfekter Sommertag. Du hast diesen Waldboden, dieser staubige Charakter. Du hast diese schönen Waldbeeren. Du hast diese schwarze Tee, was Ätherisches, was Fruchtiges, was Animalisches. Einen absolut ehrlicher, klarer und perfekt gemachter Wein. Mit einer erfrischenden Säure, perfekt eingebundenes Holz und eine Struktur, das man auch 20 Jahre ganz locker lagern kann. Ein Wein ist im Blindverkosten, man wirklich gegen einen perfekten Wein aus dem Margaux tauschen könnte. Was ich überhaupt nicht mag in viel zu vielen Super Tuscans, es ist einfach Marmelade pur im Glas. Das macht keinen Spaß. Das ist wie wirklich eine Faust wirklich auf den Fresse. Ja? Das macht mir null Trinkspaß. Hier allerdings mit 5 Gramm Säure mit so eine tolle Frische dahinter und so ein Hammeressen begleitet, diese Eleganz und eine Klarheit, das ist alles anderes als Marmelade. Das ist klassisch, edel, fein von Feinsten. Das gehört auf jeden Fall eine der besten Plätze in deinem Keller jetzt.